Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Winkelhofer. Ich leite bei der Zollsoft das Marketing passend für das heutige Webinar zum Thema Marketing für Ärztinnen. Kurz ein paar organisatorische Hinweise zum Webinar. Sie sind als Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Sie stumm geschaltet. Sie können Fragen über die Chatfunktion stellen. Das ist diese F und A-Button unten am unteren Bildschirmrand. Wir notieren während des Webinars die ganzen Fragen und machen dann am Ende mit unserem Referenten, Herrn Dr. Durst, eine Fragerunde, wo wir also die meisten Fragen dann hoffentlich beantwortet bekommen. Wenn Sie technische Fragen stellen, Probleme haben, dann beantwortet die meine Kollegin laufend auch über diesen Chat. Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie können sich dann auch gerne im Nachgang das Webinar nochmal ansehen. Sie finden alle Aufzeichnungen und überhaupt auch alle Veranstaltungen unter tomedo.de/Veranstaltungen. Dazu auch gleich noch ein Hinweis. Wir haben morgen gleich das nächste Webinar, wo wir Neuerungen in Tomedo vorstellen. Also einfach, was ist neu in Tomedo, können sich auch über tomedo.de/Veranstaltungen anmelden. Und heute geht es aber tatsächlich jetzt um Marketing für Ärztinnen und Ärzte. Ich darf kurz unseren Referenten vorstellen. Die eine oder andere von Ihnen kennt ihn vielleicht schon vom letzten Webinar, nämlich Herrn Dr. Durst, langjähriger Tomedianer, führt auch eine der Praxen, die Tomedo wirklich auch ausreizen, all die Möglichkeiten. Herr Dr. Durst ist Orthopäde und hat nach einer langen Zeit in der Schweiz, hat er sich schon sehr früh auf das Thema Orthopädie und Fuß spezialisiert. Und betreibt mit Fußguru ganz interessante Social-Media-Marketing-Kanäle, aber alles Weitere bitte aus erster Hand. Herr Dr. Durst, Ihre Bühne. Ja, ganz herzlichen Dank, Philipp Winkelhofer. Danke auch an Sie und an die Stephanie Marx für die Einladung, dass ich das heute hier präsentieren kann. Marketing für Ärzte und Ärztinnen. Ich gehe mal auf meine Folie und ich hoffe, man sieht das. Ja, also Thema heute: Marketing für Ärzte und Ärztinnen. Ich bin so ein klein bisschen nervös, muss ich zugeben, weil das letzte Seminar, da fühlte ich mich relativ sattelfest, muss ich sagen, weil ja so Controlling in der Arztpraxis, das ist einfach so mein Ding. Und ich glaube, Marketing für Ärztinnen ist für mich auch relativ Neuland, weil wir das auch jetzt so seit 4 bis 5 Jahren machen. Ich bin mir sicher, da schauen halt abend Kolleginnen und Kollegen zu, die sich da in manchen Bereichen sicher viel, viel besser auskennen. Ich wollte einfach mal so unseren Blumenstrauß an Möglichkeiten präsentieren, so als Anregung für euch, dass da vielleicht die ein oder andere dann sagt, ja, das könnte für mich dann auch noch passen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin eigentlich Facharzt für Orthopädie. Eigentlich bin ich Unfallchirurg von der Ausbildung in der Schweiz ausgebildet und ich habe mich dann später in Richtung Fuß- und Sprunggelenk spezialisiert, bin 50 Jahre alt. Unsere Praxis ist das OTC, Orthopädie-Traumatologie-Zentrum Regensburg GmbH. Wir sind MVZ. Ich bin Geschäftsführer und Gründungsmitglied. Das sind hier meine Social Media Kanäle. Philipp Winkelhoff hat schon angesprochen, da komme ich nachher nochmal genauer drauf. Wir sind in der Praxis 19 Ärztinnen und Ärzte, 70 Mitarbeiterinnen etwa. Praxis ist relativ groß mit 18 Zimmern und fast 2000 Quadratmeter Praxisfläche. Wir haben gute technische Ausstattung, MRT, DVT. Wir haben einen Sportwissenschaftler angestellt, der so Bewegungsanalysen mit DIRS 4D Motion Lab macht. Wir haben ambulante OPs im Haus und sind eigentlich in der Lage, den ganzen Bewegungsapparat abzudecken. Das sind so ein paar Impressionen von unserer Praxis. Das sind meine Kolleginnen und Kollegen. Wir sind 6 Gesellschafter und angestellte Ärzte und Kooperationspartner. Das ist mein Kollege Professor Danilidis. Wir zwei betreiben das Fuß- und Sprunggelenkzentrum Regensburg. Und da ist uns immer wichtig, dass wir jetzt nicht nur Hallux-Chirurgen oder Hammerzahn-Chirurgen sind, sondern wir machen wirklich das komplette Portfolio an Fuß- und Sprunggelenkspathologien, inklusive komplexer, rekonstruktiver Operationen, moderne Diagnostik, aber auch eben ganz breit konservative Therapie. Ich möchte so ein paar Punkte vorausschicken zu dem Thema Marketing. Ganz, ganz am Anfang, ich habe schon gesagt, ich bin kein Marketing-Profi, ich bin Arzt. Ich habe mir ganz viel das selber beigebracht. Ich habe über Google, über Kolleginnen und Kollegen, wo man sich natürlich austauscht, über Agenturen, mit denen man zusammenarbeitet, ich habe einige Sachen mir angeeignet, aber ich bin kein Profi. Vielleicht sind Dinge falsch, die ich heute hier von mir lasse. Ich wollte jetzt auch einfach mal nur
darlegen, wie ich es mache, wie wir es hier in der Praxis machen und eben eine Plattform bieten, wo vielleicht der ein oder andere sich dann auch Dinge für die eigene Praxis herausziehen kann. Ganz am Anfang möchte ich dazu sagen, es gibt ja so gewisse Dinge, wenn man im Bereich Marketing dann tätig ist als Arzt, wo man aufpassen muss. Das erste ist die Musterberufsordnung der Ärzte. Dann natürlich das Heilmittelwerbegesetz, das ja verhindern soll, eben dass Patientinnen und Patienten durch unangemessene Werbung zu Fehlentscheidungen verleitet werden. Da muss ich auch einfach immer, also gewisse Dinge sind mir natürlich bekannt, aber wenn ich unsicher bin, frage ich unseren Medizinrechtler, der gibt mir dann relativ zeitnah Auskunft. Und natürlich Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb. Ich kann da keine Haftung übernehmen heute, dass dann Dinge, die ich vielleicht heute vor mir gebe, vielleicht gegen eine dieser Dinge verstoßen. Da müsste man sich, wenn ihr das selber bei euch umsetzen wollt, individuell nochmal abstimmen mit eurem Medizinrechtler. Dann, ich sage es ganz offen, bei manchen Dingen plappere ich auch einfach dem nach, was wir natürlich von unseren Beratern und Agenturen gezeigt und vorgeschlagen bekommen haben. Zum Beispiel haben wir eine Agentur für unsere SEO-Google-Optimierung. Ich habe eine Agentur, also es ist eine One-Man-Agentur für psychologisches Marketing. Wir sind dran, ob ihr eventuell Google SEA, das ist also AdWords, Google-Werbung auch noch übernehmen sollen. Und was man ganz klar sagen soll, muss, ist, was vielleicht bei mir, bei uns gut läuft, ist vielleicht bei anderen nicht so gut. Das mag regionale Unterschiede haben. Wir sind ein relativ ländliches Gebiet hier, aber mit hohem Privatpatientenanteil, Universität, viele Studenten. Jede Praxis hat natürlich ein unterschiedliches Patientenklientel. Gerade wenn man eine Praxis neu übernommen hat, dann sind noch der Patientenstamm von den Vorgesellschaftern da. Und natürlich die Art des Themas ist auch immer wichtig. Man kann jetzt vielleicht, also als Beispiel, blödes Beispiel, in der Gala eine Annonce schalten. Das funktioniert wahrscheinlich für Botox wunderbar, egal ob es kosmetisch oder orthopädische Indikation ist. Aber für Knicks-Hengfuß muss man in der Gala keine Annonce schalten. Und das muss man sich gut überlegen, welches Thema bringe ich wie an den Mann. Das ist unser Blumenstrauß an Möglichkeiten, habe ich das jetzt mal genannt, was wir nutzen. Und ich möchte jetzt einfach diesen Blumenstrauß so Step by Step euch mal vorstellen und sagen, wie wir das machen. Was ich bemerkt habe in den ganzen letzten Jahren, ich finde, Direktmarketing mit an für Patientinnen ist einfacher steuerbar. Patienten, also steuerbar in dem Sinne, dass man sein Produkt, seine Kenntnisse, seine Spezialisierung dem Patienten direkt erklärt. Es ist schneller wirksam. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Landingpage für ein bestimmtes Thema, also Hyaluronsäurespritzen am Knie oder MRT oder Stoßwellentherapie platziert, dann sieht man sofort, wie bei Google die Klicks, die Zugriffe hochgehen und man merkt auch relativ schnell innerhalb von 2, 3, 4 Wochen, wie Patientinnen und Patienten in der Sprechstunde erscheinen. Diese Zielgruppe Patientinnen und Patienten ist viel einfacher zu erreichen. Und zwar einfacher als ärztliche Kolleginnen und Kollegen. Das ist nicht so einfach steuerbar. Das hat so ganz praktische Gründe. Beispiel, man macht eine Fortbildung für Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel eine hausärztliche Fortbildung, bis man da schon die Einladungen gedruckt hat, bis man die Adresslisten beieinander hat, bis die Agentur die Einladungen verschickt hat, bis die sich angemeldet haben. Dann kommen Einladungen nach, da muss der Termin wegen Corona verschoben werden. Also sehr schwierig. Deswegen Direktmarketing schnell steuerbar und Kolleginnen und Kollegen etwas weniger schnell steuerbar, aber dennoch sehr wirksam. Dann ist natürlich so, jeder zum Beispiel Hausarzt hat natürlich sein 20 Jahre angestammtes Zuweiseverhalten. Und wenn man jetzt zum Beispiel neu in eine Praxis kommt, ist es ganz schwierig, bei einem angestammten Hausarzt in ein Zuweiseverhalten einzubrechen. Man kann das probieren, man kann da hingehen, sich vorstellen, aber es ist schwierig. Was ich immer fand, man wird dann immer wieder zu Qualitätszirkeln eingeladen und da ist es sehr kollegiales Miteinander mit zum Beispiel Hausärzten und Hausärztinnen und da kommt man mit denen schneller in Kontakt und wenn man natürlich einen Vortrag über sein Spezialgebiet hält in diesem Qualitätszirkel, dann ist auch das Zuweiseverhalten vom Hausarzt schneller mal umgestellt. Was ich auch finde, es gibt auch Zuweisermarketing nicht nur über Kolleginnen und Kollegen, sondern über Therapeuten, zum Beispiel Physiotherapeuten und Ergotherapeuten, die haben ja auch Patienten bei sich in Behandlung. Und dann behandeln die 3, 4 Monate an einem Sprunggelenk oder an einem Rücken dran und sagen, wir kommen einfach nicht weiter, ich kenne da jemanden, geh mal ins OTC Regensburg oder zum anderen Kollegen.
Genau, so Trainingstherapeutinnen, es gibt so Personal Trainer zum Beispiel, die haben natürlich auch Patienten, die kommen wegen Rückenschmerz zum Personal Trainer und dann kommen die auch nicht weiter und sagen, lass dich, oder auch am Anfang, lass dich erstmal untersuchen und komm dann, wenn nichts Schlimmes ist, zu mir für das Training. Genauso Fitnessstudio natürlich und man lacht jetzt drüber, Friseurinnen, Trainerinnen, Verkäuferinnen. Wir haben eigentlich aus wirklich ganz, ganz vielen Bereichen Zuweiserinnen. Das darf man nicht vergessen, nicht nur auf ärztliche Kolleginnen schielen beim Zuweiserverhalten. Wichtig ist, Budget festlegen. Man kann ganz, ganz, ganz viel Geld ausgeben für Werbung, für Marketing und man kann ganz viel Geld für wenig Wirkung ausgeben. Und man kann aber mit wenig Geld auch viel Wirkung erzielen. Und da sind natürlich die sozialen Medien ganz vorne dran. Da erreicht man unglaublich viele Patientinnen, Patienten, man kann das auch steuern natürlich nach der Gruppe, die man da erreichen möchte. Und es ist vergleichsweise relativ günstig. Aber man muss immer am Ball bleiben beim Marketing. Marketing dauert, es geht nicht von heute auf morgen. Was ist das Ziel des Marketings? Ist, glaube ich, ganz klar, man möchte mehr Patientinnen haben und Patienten. Und in meinen Augen ist es auch, man möchte seine Spezialisierung vorantreiben. Bei mir war es jetzt die Fuß- und Sprunggelenkschirurgie. Man möchte natürlich dann Fuß- und Sprunggelenkspatientin oder am Schluss sogar, wenn man ein paar Jahre im Geschäft ist, möchte man vielleicht auch bestimmte Themen pushen. Achillessehne, Fersenschmerz, Sprunggelenksarthrose und nicht mehr komplexe Klumpfußdeformitäten. Das heißt, Marketing ist in der Lage, Patientinnen anzuziehen und vor allem die richtigen Patientinnen, die zur Spezialisierung passen. Und dadurch erreicht man natürlich mehr Umsatz in weniger Zeit und man kommt so ein klein bisschen raus aus diesem Hamsterrad. Kassenmedizin. Das ist ja das, was, wenn man so die Kolleginnen und Kollegen beobachtet, so nach ja, 5, 6, 7, 10 Jahren fast jeden frustriert. Man macht immer mehr Scheine, der Umsatz wird immer geringer und die Zufriedenheit, die geht in den Keller, weil man einfach seine Lieblingsthemen zu wenig bespielen kann. Ich glaube, mit Spezialisierung kommt Spaß an der Arbeit und Spezialisierung erreicht man halt über das Marketing. Aber Marketing heißt nicht, das muss man ganz klar sagen, dass man nur noch Privatsprechstunde macht. Das kann man ja für sich selber strukturieren, aber man kann dann zum Beispiel sagen, ich bin jetzt ab heute Fuß- und Sprunggelenkschirurg, ich habe die Ausbildung dazu und jetzt muss ich das noch in die Gegend transportieren, dass die Patientinnen auch kommen. Und ob man jetzt Privatsprechstunde macht und die Spezialisierung als Selbstzahlerleistung anbietet oder Kassensprechstunde macht, das kann ja jeder für sich entscheiden. Jeder legt für sich fest, wie viel reguläre Sprechstunde und wie viel Spezialsprechstunde er anbietet. Natürlich im Rahmen unserer Versorgungsaufträge, muss ich natürlich sagen. Aber Marketing hilft definitiv, die Spezialsprechstunde zu füllen und auch zu steuern. Ich habe jetzt mal hier die Themen aufgelistet, die wir nutzen für Marketing. Ich lasse die Liste jetzt einmal so kurz stehen und gehe einfach mal zum allerersten Punkt, der Arztbrief. Ich bin ein absoluter Dokumentationsnerd, gebe ich zu. Aber ich finde, ich mache zum Beispiel eine Indikationssprechstunde, Spezialsprechstunde, Fuß- und Sprunggelenk, Achillessehne. Das ist jetzt ein Brief zu einem Kniegelenk, aber die Fußbriefe sehen genauso aus. Und dann nutze ich die Spracherkennung. Meine Kollegen nutzen nicht die Spracherkennung, sondern mit Textblöcken. Das geht natürlich mit Tomedo perfekt. Wir achten dann auf eine gute Dokumentation. Das hat bei mir nicht nur Marketinggründe, sondern das hat auch Gründe der juristischen Rechtssicherheit. Das heißt, wenn hier irgendwie Dinge aufkommen, das hat man mir nie erzählt oder so weiter, dann kann ich ja nachweisen, dass ich das alles tatsächlich auch gemacht habe. Das hat mir schon immer wieder mal den Kopf gerettet. Und ich finde, wenn man so, und bei mir kriegt jeder Patient, der setzt sich vor die Tür, ich diktiere diesen Brief, ich nutze natürlich diese Textblöcke, die man hier sieht, das ist nicht alles Wort für Wort diktiert, sondern das sind dann Textblöcke, die man mit der Spracherkennung einfügen kann. Und der Brief dauert ungefähr 2 Minuten. Meine Mitarbeiterin erstellt den Brief in Tomedo. Nach 5 Minuten hat der Patient den Brief plus Merkblätter plus Rezepte in der Hand. Und ich finde, das ist ein unglaublich guter Eindruck, den so eine Dokumentation beim Patienten, beim Hausarzt, beim Physio, beim Ergotherapeuten und beim Orthopädietechniker hinterlässt. Vor allem, wenn man neu in der Praxis ist oder auch neu zu einer Praxis hinzuzieht, dann sagt er, oh, endlich macht sich mal einer Gedanken, endlich verstehe ich mal, was auf dem Physiotherapie-Rezept draufsteht, in tatsächlicher Wortform, was ich eigentlich machen soll. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Das ist natürlich anstrengend, die Sprechstunde, wenn man solche Dokumentationen und Briefe erstellt. Drucksachen. Wir haben unglaublich viele Drucksachen. Das ist jetzt mal
ein, zwei Stände, die bei uns, glaube ich, 10 Stück in der Praxis rumstehen. Da oben seht ihr die Visitenkarten und so eine Patientenbewertungskarte. Und das sind lauter Karten, wie ihr es hier seht. Das sind zum Teil therapiebezogene Karten. Das ist jetzt nur die Vorderseite. Auf der Rückseite ist zum Beispiel hier diese PRP-Therapie kurz erklärt. Wir haben aber diese Karte auch noch in einem ausführlichen Formular, zwei DIN A4 Seiten. Aber das ist das, was die Patienten oft, wenn sie warten auf die Sprechstunde oder auf eine Terminvereinbarung am Empfang, einfach in die Hand nehmen und sagen, ah, PRP, Achillessehne, da frage ich den Arzt mal, was das ist. Und natürlich darf man sich nicht auch scheuen, seine persönlichen Fähigkeiten unters Licht zu stellen. Da muss man einfach mal sagen, was man ist, was man hat, was man für eine Spezialisierung hat, vielleicht noch die Auszeichnungen. Da darf man sich nicht scheuen, das auch einfach mal an den Mann und an die Frau zu bringen. Zeitungsannoncen. Ich persönlich finde, diese Zeitungsannoncen, die sind absolut nutzlos. Also nicht absolut nutzlos, aber eher nutzlos. Die sind unglaublich teuer. Da zahlt man hier in Regensburg so um die 4.000 Euro für eine halbe Seite. Man muss sich überlegen, wer liest noch Tageszeitungen in Papier? Natürlich, man ist online auch präsent. Aber wir machen in Tageszeitungen gar nichts mehr. Also weder irgendwelche Tag der offenen Tür, noch Stellenannoncen, noch wenn irgendein Kollege neu kommt, inserieren wir in der Tageszeitung gar nicht mehr. Hat bei uns nichts gebracht, kostet viel Geld, bringt nichts. Vielleicht noch eher Annoncen in Zeitschriften. Das macht ein Kollege von uns. Manchmal haben wir auch in dieser Fokuszeitschrift annonciert, wenn das Fokussiegel wieder verliehen wurde, haben wir aber eigentlich auch eher aufgehört. Insgesamt kann man sagen, die Printmedien werden von uns praktisch nicht genutzt. Mein Lieblingsthema, gelbe Seiten und Telefonbuch. Das sind die, die meistens im Frühjahr kommen, Entschuldigung, im Herbst kommen und einen unglaublich nerven, weil man wieder irgendeine Annonce in gelbe Seiten machen muss oder weil die Annonce dicker und größer und länger, noch mehr Worte sein soll, was natürlich immer teurer wird. Wir machen Druckversion nur noch das absolute Minimum. Kein Mensch schaut mehr in ein Telefonbuch rein. Die Online-Version ist eher sinnvoll, weil das auch Backlinks, also Verlinkungen zur eigenen Homepage produziert, aber wir geben da für gelbe Seiten Telefonbuch auch noch praktisch kein Geld aus. Vortrag Patientinnen und Patienten, da muss man sagen, machen wir immer wieder. Heute Abend mache ich einen Vortrag vor Kolleginnen, wir machen es aber für Patientinnen. Aber wir haben natürlich als Ärzte immer so ein bisschen den Eindruck, wir halten heute einen Vortrag zur Hallux-OP zum Beispiel und morgen müssen 200 vor der Tür stehen und sich den Hallux operieren lassen. Das klappt nie. Der Patientenvortrag oder auch ein Vortrag vor Hausärztinnen, vor Zuweiserinnen ist eigentlich, finde ich, eher Kompetenzaufbau in der Region. Man kommt neu in eine Praxis, übernimmt eine Praxis von einem eingelebten Kolleginnen, Kollegen und dann muss man ja zeigen, was man kann. Und dann präsentiert man zum Beispiel seine Kompetenz im Bereich Fuß- und Sprunggelenk. Aber nicht enttäuscht sein, wenn auch mal nur 20 kommen und nur 20 zuhören, das schaukelt sich hoch. Und wir haben 2020, als wir in die Praxis umgezogen sind, also vor 2019 war das, ein Vortragsraum in der Praxis realisiert, wo wir die Wartebereiche über eine Schiebewand zusammenführen können. Wir können dann mit einer Bestuhlung 70 Stühle da reinstellen, haben einen Beamer an die Decke gehängt, haben so ein Mikrofonsystem für den Vortrag installiert und da können wir dann Vorträge machen. Wir hatten schon mit Stehplätzen bis 120 Zuhörer in diesem Vortrag. Das sind wirklich Vorträge, wo es richtig Spaß macht. Seit Corona haben wir natürlich mehr Zoom-Vorträge, da waren die Patientenvorträge komplett erloschen. Jetzt geht es langsam wieder los. Ein Kollege hat jetzt so ein Samstag-Event gemacht über Ernährung in der Orthopädie, Arthrosetherapie über Ernährung und der war auch wirklich sehr gut besucht. Das baut sich auf mit diesen Zuhörern, da muss man nicht enttäuscht sein, wenn am Anfang mal nur ein paar kommen. Das ist jetzt ein Vortrag, wo wir über auch mal ein nicht medizinisches Thema gesprochen haben. Da ging es um Elektromobilität. Hier vorne ist der Dozent von der Fachhochschule Ingolstadt. Der Vortrag war wirklich, wirklich sehr gut besucht. Der ging auch vorher bei den sozialen Medien ziemlich hoch her, was wir uns da einbilden würden als Arztpraxis, solche Vorträge dazu halten über Elektromobilität, ja, die Ressourcen ausbeutet und so weiter. Aber ein Bekannter von mir, Physiotherapeut in der Region, der hat es geschafft, über diese Vorträge, er macht es nur noch über Zoom, über 1.000 Zuschauer pro Zoom-Vortrag zu generieren. Das sind natürlich Zuhörer- oder Zuschauerzahlen, die schafft man mit fast keinem Fachkongress.
Vortrag, Kongresse und Referendenkursen, da habe ich immer so meine Zweifel, ob das wirklich viel bringt. Ein Kollege von mir, der ist habilitiert und Dozent an der Fachhochschule Hannover, der hält da relativ viele Vorträge. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Ich glaube, das ist oft so ein bisschen Ego-Sache. Man baut sich natürlich, wenn man das jahrelang macht, wirklich eine Zuweiserschaft auf. Aber es ist ja so, wenn jetzt ein Kollege in Hamburg meinen Vortrag über Hallux in München am Deutscher Europäischen Kongress oder am Fußchirurgenkongress in München hört, dann kann er natürlich in Hamburg zum Patienten sagen, ich kenne einen Superspezialisten in München, aber da wird auch nicht jeder Hallux-Patient dann nach München fahren, nach Regensburg fahren, zu mir. Das heißt, ja, man baut sich einen Zuweiserkreis auf, aber es dauert ganz, ganz, ganz lange, bis da stabile überregionale Zuweisernetze entstehen und vor allem auch bleiben. Nicht, da kommt, glaube ich, nicht die Menge raus. Social Media, wir bedienen, da gibt es natürlich zahlreiche Kanäle. Wir bedienen Instagram, Facebook und LinkedIn. Wir nutzen diese Kanäle eigentlich auch nicht so sehr, um die Kompetenz direkt zu bespielen und sagen, so, hier ist Achillessehne, Dr. Durst macht da dies, 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 kommt zu mir, macht PHP, sondern wir nutzen das eigentlich eher für das Stimmungsbild in der Region. Ich glaube, bei Social Media sind weniger Patienten unterwegs, die sagen, so, ich habe jetzt was an Achillessehne, ich schaue jetzt bei Instagram rein und suche mir da nach einem Achillessehnen-Spezialisten. Ich glaube, es ist eher so, dass mein Optiker, der Steffen Berger, und der hat mir mal gesagt, der ist relativ aktiv bei Instagram und bei Facebook, aber nicht ganz so viel mit Brillen oder optischen Dingen, sondern man sieht ihn beim Skifahren, beim Heliskiing, man sieht ihn, wie neue Brillen in den Laden kommen. Man sieht seinen wunderschönen Shop. Und er hat mir mal gesagt, wenn in Regensburg jemand an eine neue Brille sucht, dann muss er als erstes an mich, an den Optikberger denken. Und genau das ist eigentlich das, was wir mit Social Media erreichen wollen. Wenn in Regensburg sich jemand die Achillessehne reißt, möchte ich, dass der als erstes an Fußguru, an Dr. Durst im OTC denkt. Und das ist, glaube ich, das, was wir versuchen mit Social Media zu erreichen. Wo man schon genau seine Zielgruppe erreicht, ist bei der Personalsuche. Da ist das Stichwort Recruiting Funnel. Da ist, wenn man da einmal drüber googelt, bei Instagram eine Werbung nach der anderen auch in seinem Kanal drin. Da ist ja der Ansatz der, dass man an MFAs ja kaum noch drankommt oder an MTAs. Und wo findet man die? Die sind ja alle so im Alter zwischen 20 und 40, sehr viel bei Social Media, Instagram, Facebook. Und hier mal das Beispiel, wenn man es schafft, über eine Annonce, über einen interessanten Beitrag, zum Beispiel 100 MFAs zu interessieren und auf diese Annonce draufzuklicken, dann kann man über einen sogenannten Recruiting Funnel Fragen stellen, und zwar Fragen, die dann die MFAs aussortieren oder im Spiel lassen, die auf das Bewerberprofil zupassen. Das heißt, in diesem Recruiting Funnel werden dann Fragen gestellt. Zum Beispiel wäre eine Wunsch-MFA, nur als Beispiel, sind Sie über 40 Jahre alt? Und dann reduziert sich das schon von 100 auf 40, weil natürlich nicht alle, die da draufklicken, über 40 sind. Dann ist ein weiterer Wunsch, der nächste Wunsch, ein Röntgenschein. Dann bleiben schon nur noch die Hälfte, 20 übrig. Dann ist ein weiterer Wunsch, auch neben Röntgen auch noch MRT-Fähigkeiten. Dann bleiben nur noch 12 übrig. Und dann möchte ich vielleicht MRT-MFAs nur fürs Wochenende finden, dann bleiben noch 8 übrig. Und diese 8, die müssen dann ihre Kontaktdaten übergeben, und dann ist es ganz wichtig, dass wir die am nächsten Tag kontaktieren und zum Bewerbungsgespräch einladen. Und von dem Bewerbungsgespräch bleiben von den 8 vielleicht noch 5, aber immerhin 5 sind mehr als 0, weil das ist ungefähr die Zahl, die in Regensburg die meisten Arztpraxen in den letzten Wochen noch angezogen haben. Also dieser Recruiting-Funnel, der funktioniert wunderbar. YouTube. Wir nutzen YouTube für das OTC Regensburg relativ wenig. Grund ist, es ist unglaublich aufwendig. Ich nutze YouTube für meinen Fußguru-Kanal viel, weil ich da einige Videos eingestellt habe, zum Beispiel Vorträge über PRP oder Vorträge über die konservative Therapie der Achillessehnenruptur oder auch Vorträge zum Knicksenkfuß und zur Außenbandverletzung und solche Dinge. Aber das war echt unglaublich viel Arbeit. Ich habe mir dann einen Videografen gesucht, der ist auch ein Regensburger, der macht eigentlich Hochzeitvideos, aber unglaublich stilvoll. Und da habe ich gesagt, du musst mir jetzt einfach Videos drehen zu diesen Themen Knicksenkfuß, Außenband und so weiter. Dann haben wir uns einen Raum gesucht
Und der Martin Holzner hat mich da reingesetzt, hat das so arrangiert. Wir haben eine Liege, ein Sono-Gerät, meine Tochter, alles in diesen Raum da reingeschleppt und haben dann angefangen zu drehen, und zwar von Freitagabend bis Sonntagmittag. Ich war fix und fertig. Wir hatten dann 22 Videos im Kasten. Und dann ging aber der ganze Mist erst los. Der Martin Holzner musste die natürlich schneiden. Und dann muss man diese 22 Videos ungefähr 12 bis 28 Minuten alle anschauen. Und das geht viel, viel länger, als wenn man Fotos durchschaut. Man muss dann wirklich die 28 Minuten anschauen. Man kann es natürlich auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Aber man muss dann sagen, da passt das nicht, da passt das nicht. Dann korrigiert er das und dann muss man nochmal 22 Videos in der vollen Länge anschauen. Und das war wirklich, wirklich richtig anstrengend. Es ist teuer. Das kostet natürlich nicht nur 500, 800 Euro, sondern das kostet richtig fünfstellig. Und es ist aber unglaublich wirksam. Also es ist auch nicht so, dass dann wiederum am nächsten Tag 300 Achillessehnenpatienten vor der Tür stehen. Aber das Einzugsgebiet erweitert sich unglaublich. Beispiel: Vor 3 Wochen war Patientin bei mir, da habe ich mich gewundert, weil die Röntgenbilder mitgebracht habe mit französischen Seitenbezeichnungen. Und da habe ich gefragt, wo kommen Sie denn her? Sie hat gut Deutsch gesprochen, sagt sie, wir sind vor 17 Jahren nach Frankreich ausgewandert. Sie kommt aus der Champagne, 1,5 Stunden südlich von Paris. Patient aus Dortmund zur Achillessehnenbehandlung mit Gips, Patient aus Bremen, Patient aus Stuttgart. Das ist dann der Effekt von YouTube, dass einfach der Einzugskreis steigt. Das ist natürlich nicht viel, aber es baut einfach die Popularität aus. Auf meiner YouTube-Seite ist wenig Traffic, also ich bin weit entfernt von diesen YouTube-Stars, aber ich finde hohe Conversion Rate. Conversion Rate heißt, Patient schaut sich ein Video an und wenn 1000 Patienten ein Video anschauen, wie viel kommen in die Sprechstunde? Und da finde ich die Rate relativ hoch. Ich habe viele Sprechstundentermine von YouTube-Vorträgen, die kommen und sagen, ja, brauchen gar nichts erklären, Dehnungsübungen, Kühlverbände, Schuhe, habe ich alles schon im Video gesehen. Wir können gleich den Termin für die PRP-Therapie machen. Das sind jetzt so meine Zahlen. Das ist natürlich für so einen YouTuber lächerlich, aber es sind um die 1600 Aufrufe in 28 Tagen. Und mein Top-Video, das ist 22 Minuten lang, zur Morton-Neuralgie, eigentlich ein Thema, was ich gar nicht so mag, ja, ist fast bei 6000 Aufrufen. Also das sind eigentlich für so einen Laien, YouTube-Laien wie mich, der jetzt auch nicht permanent Videos noch nicht nachproduziert, sind das eigentlich ganz ordentliche Zahlen, finde ich. Jetzt Homepage. Das ist jetzt die Homepage, die wir für unsere Praxis nutzen, für unser Ärztezentrum. Und das ist die Homepage, die ich für mich als Fußspezialist nutze. Das sind quasi private Homepages. Und ich möchte da so ein paar Sachen erklären, die ich wichtig finde. Ich finde, wenn man so eine Homepage macht, dann muss ich so ein Corporate Design und eine Corporate Identity, also so eine überall auftretendes Erscheinungsbild durchziehen. Und zwar finde ich, muss ich das durchziehen durch die Homepage, durch Social Media, YouTube, bei der Kleidung der Mitarbeiterinnen, bei der Schreibweise des Praxisnamens. Also es ist wichtig, dass man den immer OTC, Längsstrich, Regensburg und nicht OTC Regensburg, groß, klein, ohne Strich, mit Schrägstrich, sondern immer gleich OTC Regensburg. Ja, am besten noch mit Regensburg und nicht mit B, aber ich glaube, man versteht, was ihr meint. Die Beschriftung in der Praxis muss in der gleichen Schriftart, in der gleichen Farbgebung sein. Das ist jetzt auch nicht von ungefähr, dass ich vor einer braunen Wand stehe, weil unsere Praxis auch braune Wand hat. Die Drucksachen müssen übereinstimmen, die Farbgebung muss übereinstimmen. Ich glaube, das ist nicht das Verkaufsargument, aber ich glaube, wenn ein Patient reinkommt in die Praxis und permanent immer das gleiche Logo sieht, auf der Bluse der Mitarbeiterin das Logo sieht, auf der Homepage das Logo schon erkannt hat, dann hat es so einen Wiedererkennungseffekt und ich finde das wichtig. Wir finden es wichtig, dass wir bilderlastige Homepages machen. Das sieht man auch an unseren Zugriffen. Bei Google kann man analysieren, wie viele Menschen schauen auf OTC Regensburg drauf. Und da sind alle Zugriffe gemeint über Google Maps, über Google Earth, über Google Suchmaschine, über alles Mögliche und auch Google Bildersuche. Und wir haben Monate, da haben wir über 100.000 Zugriffe. Und das ist natürlich eine gigantische Zahl, aber 60% der Zugriffe geht über Bilder. Und deswegen heißt natürlich nicht, wenn dann einer Bilder sucht und auf unser Bild schaut, dass dann gleich einer zur Behandlung oder zum MRT kommt. Aber Bilder sind unglaublich attraktiv, Patienten anzuziehen. Dann ganz wichtig, gute Homepage-Struktur.
Man muss ja relativ viel Information da reinpacken, aber es ist wichtig, dass das in einer guten Homepage-Menüstruktur verpackt ist, dass der Patient auch etwas findet auf der Homepage und Inhalte produzieren. Das war ein bisschen der Fehler bei unserer ersten Homepage. Das war viel über den Dr. Durst und über das OTC, aber wenig Inhalte. Ihr müsst Inhalte produzieren, weil die sind SEO-relevant. Da komme ich gleich dazu, was SEO-Relevanz bedeutet. Und es müssen CTA-Buttons drauf, das heißt Call-to-Action-Button. Das ist zum Beispiel so ein Button, den ihr hier auf meiner Fußguru-Seite seht. Jetzt Termin buchen, weil das ist ja das Ziel. Die Patienten kommen zu euch auf die Homepage, lesen irgendwas über Blutdrucktherapie, über Hallux Valgus und dann zack, Termin buchen oder anrufen für einen Termin. Kann man auch direkt einbauen, dass dann direkt ein Anruf gestartet wird. Und anhand dieser Klicks kann man dann auch messen bei Google, wie hoch ist die Conversion Rate, wie viel Patienten klicken auf Terminbutton, die auf der Homepage waren. Und das ist das Ziel, Patienten auf die Homepage bringen, hohe Conversion Rate. Das ist eben genau auch der Ansatz des psychologischen Marketings. Das ist zum Beispiel der Matthias Niggehoff, ist so ein Psychologe, der dieses psychologische Marketing ins Extrem getrieben hat. Der sagt, es ist besser, nur 100 Besucher auf der Homepage pro Tag zu haben, von denen 50 einen Termin buchen, als 10.000 Besucher oder 100.000, wo nur zwei einen Termin buchen. Das heißt, man muss die Homepage nicht einfach irgendeinen Blödsinn da draufschreiben, sondern man muss die Homepage so gestalten, über das Wording, über die Darstellung der Fachkompetenz, über Bilder, die Vertrauen aufbauen, über Spezialisierung, dass die Patienten dann tatsächlich auch während sie das lesen, Vertrauen fassen und dann diesen Terminbuchen-Button klicken. Meines Erachtens ist es immer besser, auf einer Homepage, wie jetzt zum Beispiel bei mir, Spezialisierung darzustellen, als so, ich kann alles. Also ich kann Knie, Schultern, ich kann auch noch als Orthopäde Blutdruck einstellen, dann kann ich noch Fußnägel schneiden und alles Mögliche. Immer Spezialisierung, das hat sich bei uns ausgezahlt. Landing Pages, den Begriff hat der ein oder andere sicher auch schon gehört. Das sind Seiten, die auf der Homepage versteckt, also nicht versteckt sind, zu sehen sind, aber die werden, weil sie Inhalt produzieren, über Google besser gefunden als die Homepage selber. Das ist jetzt unsere Landingpage zum MRT zum Beispiel. Das sagt einem dann der SEO-Analyst, wie viele Wörter müssen da drauf, wie oft muss ein Keyword eingebracht werden. Zum Beispiel der Text ist 1600 Wörter lang, da müssen 26 Mal das Wort MRT und OTC Regensburg hinterlegt sein. Und dann ist es noch wichtig, wie man diesen Text schreibt. Das ist jetzt unser Tool, mit dem wir diese SEO-Analyse machen. Und da sind eben verschiedene Parameter wichtig. Zum Beispiel Keywords. Es ist die Textlänge relevant. Und da kann ich nur auf diesen Chat, auf diese Software, ChatGPT verweisen, die jetzt auch immer wieder die letzten Wochen in der Presse war, die einem einfach Texte schreibt. Man schreibt da rein, schreibe einen Text mit 1600 Wörtern. Dr. Durst ist der beste Achillessehnenbehandler auf der ganzen Welt und es müssen diese Punkte drin sein und dann schreibt ChatGPT los und es ist perfekt. Man kann dann, hat dann so eine Textgrundlage, auf der man dann vielleicht noch seine Keywords anpassen kann, umschreiben kann, was einem nicht passt, nimmt einem unglaublich viel Arbeit ab. Backlinks müssen rein, das heißt, auf der Seite hier müssen Backlinks innerhalb der Seite, das heißt von der Durstseite auf die Inhaltsseite gebaut werden, aber es müssen auch Backlinks zu externen Seiten, zu Telefonbüchern, zu anderen Kollegen, zu Radiologen gebaut werden, weil Backlinks bringen Traffic auf die Seite. Die Überschriftenstruktur muss gut sein, da kann man, bei Google gibt es H1, H2, H3 Überschriften und die müssen gut strukturiert sein. Wenn die schlecht sind, wird man bei Google abgestraft. Die Ladegeschwindigkeit der Seite muss gut sein. Wenn die Seite 5 Sekunden braucht, um aufgebaut zu werden, klickt der Patient weg und springt wieder ab. Und das erkennt Google und straft einen dann ab und ratet einen runter. Und das Ganze geht nur mit einer Agentur. Das kann man, also kann man natürlich sich selber auch einfuchsen, aber wir haben das über eine Agentur gemacht. Google-Bewertungen, Google Maps. Wir sprechen Patienten aktiv an, uns eine Google-Bewertung zu geben. Wenn man die Patienten passiv bewerten lässt, sind es eigentlich immer nur die Unzufriedenen, die einen Stern vergeben. Wenn man sagt, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Wir kriegen immer wieder mal schlechte Bewertungen und wir haben das Gefühl, wir haben auch gute Patienten, zufriedene Patienten. Ich habe das Gefühl, Sie waren mit meiner Behandlung zufrieden. Würden Sie mir mal eine gute Google-Bewertung geben? Das ist natürlich ein bisschen schwierig am Anfang. Man findet da schon Formulierungen, die jetzt nicht zu peinlich klingen.
Und da ist es so, dass die Patienten tatsächlich dann 5 Sterne am Laufmeter vergeben. Wir haben solche Tafeln in der Praxis, zeige ich nachher mit QR-Codes. Da können die Patienten mit dem iPhone einfach drauf scannen und sind dann direkt auf der Google-Bewertungsseite. Wir finden, die Tafeln mit QR-Codes sind besser als Bewertungskarten auszulegen, weil die nehmen die Unzufriedenen doch mal mit und wir geben die nur aktiv mit. Google Maps ist auch wichtig. Schaut, dass ihr da ein gutes Unternehmensprofil sauber aufgesetzt habt mit Adresse, Kontaktdaten und vor allem auch bei Google Maps Fotos und Videos einstellen. Das sind jetzt diese QR-Code-Tafeln, von denen ich vorher gesprochen habe. Die stehen bei mir im Sprechzimmer. Da ist zum Beispiel Fußguru, da ist die Google-Bewertung, da ist die Yameda-Bewertung und da kann der hier drauf scannen. Und dann, das ist jetzt keine Bewertung, da kommt er dann direkt auf meine Seite YouTube oder Homepage, aber da sind die Bewertungsseiten zu Yameda und zu Google. So kann der Patient, wenn er da 10 Minuten warten muss auf mich, sinnvoll seine Wartezeit nutzen. Und da kommen wirklich nur gute Bewertungen raus. Das ist diese Bewertungskarte, die wir aktiv mitgeben. Wenn der Patient sagt, nö, klar, mache ich, wo kann ich das machen, dann gebt mir diese Karte mit. Umstehen lassen würde ich die nicht, weil die schnappen sich die Unzufriedenen und hauen ihm dann bei Google einen Stern rein. Hausinterne Fortbildungen. Das war eine Fortbildung, wo wir für Sporttherapeutinnen, Trainingstherapeutinnen und Physiotherapeuten gemacht haben. Da waren doch auch wieder 60 Zuhörer da und dann haben wir zuerst den Vortrag gehalten, haben unser Zentrum kurz vorgestellt. Wir machen es extra eben in der Praxis, dass die auch sehen, wie unsere Praxis aussieht. Wir wollen ja daraus auch wieder Zuweiser generieren und dann haben wir die Praxis kurz vorgestellt und dann bestimmte Themen direkt in den Sprechzimmern besprochen. Das ist unser Sportwissenschaftler damals, der Tobias, der hat dann unsere DIRS-Analyse vorgestellt oder ich Thema zur Sprunggelenksverletzung. Ja, Meda ist natürlich auch so eine Geschichte. Wir pflegen das. Wir sind da nicht ganz so aktiv, aber das sind auch immer wieder Patienten, die bei Yameda natürlich A, die guten Bewertungen oder schlechte Bewertungen lesen und B, direkt auch Termine buchen können. Nutzen wir nicht ganz so viel. Ich weiß, das machen andere viel mehr. Ich habe einfach keine Zeit, das auch noch so zu pflegen wie den Rest. Aber das ist sicher auch ein sehr wertvoller Kanal, wo viel Traffic generiert wird. Kurze Zusammenfassung. Ich glaube, beim Marketing ist es wichtig, man darf nicht sagen, wir brauchen mehr Patienten. Ich schalte morgen für 4.000 Euro eine halbe Seite in der lokalen Zeitung und übermorgen muss man erwarten, dass das Treppenhaus verstopft ist mit neuen Patienten. Nein, ich glaube, man muss sich breit aufstellen. Viel hilft viel. Also alles bedienen, was ich geschrieben habe oder vieles von dem bedienen, was ich geschrieben habe und nicht nur auf eines konzentrieren. Nicht eine Maßnahme bringt alles, sondern viele Maßnahmen bringen es eigentlich. Marketing ist viel, viel, viel Arbeit. Und ich glaube, man muss für sich entscheiden, möchte man das am Abend machen oder sagt man sich, ich gebe einen halben Tag Sprechstunde auf und investiere es dann in diese strategische Arbeit. Es gibt so eine Grundregel. Eigentlich sollte man seine Woche aufteilen und sagen, ich will 40 Stunden arbeiten und von den 40 Stunden sollen 70% Arbeit am Patienten sein, egal ob das OP oder Sprechstunde oder Hausbesuche ist. 20% ist für Büffelarbeit, das ist Rezepte ausfüllen, Unterschriften, Mappe, Anfragen bearbeiten und 10% pro Woche strategische Arbeit. Ohne das geht es nicht. Und da muss das Marketing mit drin sein. Marketing bringt Wunschpatientinnen und Patienten und Marketing hilft bei Spezialisierung. Und das ist das, was uns, glaube ich, mittellangfristig den Spaß an unserer Arbeit erhält, dass wir nicht in diese Kassenscheinmedizinmühle da geraten. Es muss sich langsam aufbauen, das muss wachsen, das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man immer dranbleiben. Marketing muss gepflegt werden. Wir haben einen Mitarbeiter, der macht 40% eigentlich nur Marketing. Und das ist natürlich Leistung, die uns bei der Produktivität fehlt. Das heißt, der macht in der Zeitpunkt keine Umsätze, ist der Sportwissenschaftler, aber das Marketing zahlt sich hinten raus dann mehr als aus. Und ich glaube, ohne Agentur geht es nicht. Da muss man eine Agentur finden, die so ein bisschen die Bildsprache trifft, die Optik trifft, die richtige Schriftart raussucht und vor allem das auch schafft, ohne 20 Mal zu korrigieren, das umzusetzen. Wir hatten einen Riesenklick mit unserer Homepage. Die ist rausgekommen. Ich habe gesagt, endlich hat es einer kapiert, wie wir das wollen. Und bei der sind wir seit Jahren sehr zufrieden geblieben. Das investierte Geld, das kostet Geld, das kostet richtig Geld. Das sind mindestens vierstellige, manchmal fünfstellige Beträge drin. Das zahlt sich aus. Aber es zahlt sich natürlich nicht aus. Heute Rechnung für 900 Euro überwiesen, morgen 200 Hallux-Patienten. Das sind Beträge, die sich in 6, 12, 18 Monaten auszahlen. Und da muss man einfach Geduld mitbringen.
Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank auch unsererseits. Es kamen relativ wenig Fragen. Ich darf vielleicht kurz die Zeit nutzen, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir auch die Webseitenerstellung anbieten für unsere Kunden. Das passt gerade so schön. Entschuldigung, ich bin Marketer. Sorry. Aber wie gesagt, also wenn Sie für Ihre Praxis eine schöne Webseite brauchen, dann können Sie sich auch gerne an uns wenden. Dann ansonsten jetzt aus der Sicht als Marketer, Herr Dr. Durst, ich bin da völlig bei Ihnen, bei allem, was Sie da gesagt haben, also auch sozusagen aus der Profisicht. Dieses Marketing, also auch gerade so Suchmaschinenoptimierung, das sind Sachen, die brauchen ein bisschen länger und die sind tatsächlich immer nur mittelbar wirksam. Also das ist genau das, was Sie sagten. Also ich mache halt nicht irgendwie eine Maßnahme und dann Peng, sondern es ist wirklich so eine Sache, die muss man sukzessive aufbauen. Es gibt einen lustigen Spruch im Marketing, den ich auch meinen Chefs immer wieder mal sage, wahrscheinlich kann man sich 50% sparen, wir wissen bloß nicht, welche 50%. Also das gibt so das ein bisschen wieder, dass man wirklich so an allen Strippen ziehen muss und überall so ein bisschen trommeln muss. Und letzten Endes macht es dann schon auch ein bisschen das Gesamtkunstwerk. Ja. Also insofern völlig bei Ihnen. Genau. Dann kam noch eine Frage rein, nämlich wie machen Sie Werbung für die Patientenvorträge? Also haben Sie Flyer, sprechen Sie die an oder wie kriegen Sie da Publikum rein? Ja, eigentlich verschiedene Sachen. Also wenn ich weiß, das ist ein Vortrag über Achillessehnen, heute sitzt einer mit Achillessehne bei mir, lade ich den aktiv in der Sprechstunde ein. Wir drucken Flyer, die wir dann in der Praxis auslegen und auch aktiv abgeben. Den kriegt dann jeder hier vorne am Empfang, am Tresen in die Hand gedrückt, bei Interesse natürlich, wir drängen die nicht auf. Wir machen Social Media Werbung, also über die drei Kanäle, LinkedIn, Facebook, Instagram. Und dadurch kriegen, und dann haben wir noch einen Newsletter, den habe ich jetzt vorhin sogar vergessen. Wir haben so eine E-Mail-Datenbank von 15.800 Patientinnen und Patienten, die wir monatlich bespielen mit Informationen zur Praxis und Ähnlichem. Wir fragen die auch ab, das geht ja bei Tomedo, ob sie Newsletter erhalten wollen oder nicht. Wir machen das mit MailChimp. Da kann der Patient dann auch draufklippen und Unsubscribe drücken. Das ist ja, Tomedo nimmt ja, glaube ich, die gleiche Software. Das heißt, da ist man auch relativ, sagen wir, rechtssicher, dass einer da niemand verklagt für Spam-Mails. Und dann hauen wir halt jeden Monat diese Newsletter raus und dann werden die Vorträge des Monats angekündigt. Also auch da ist es so ein bisschen breit ankündigen und dann manchmal kommen 20, manchmal kommen 80. Das ist so ein bisschen, was der Kollege macht oder der Bekannte von mir mit der Physiotherapeut, der hat bei jedem Vortrag gesagt, wenn ihr Interesse habt an weiteren Vorträgen, tragt euch in die E-Mail-Liste ein und dann ist die E-Mail-Liste gewachsen und gewachsen und heute schafft er, wie gesagt, 1100 Zuhörer pro Vortrag. Das ist wirklich riesig. Ja, das ist cool, ja. Von mir selber noch eine Frage, was mich interessiert. Ihre Postings in den Social-Media-Kanälen, die Sie nannten, haben Sie da viel Agenturunterstützung für die Bilder, für die Visuals oder machen Sie das selber? Also die Bilder, da nutzen wir die Bilder, die man da im Hintergrund sieht. Da haben wir mal unsere Website-Agentur kommen lassen und die haben dann irgendwie gefühlt 80 Bilder geschossen, haben die nachbearbeitet und die hatten irgendwie so den richtigen Blickwinkel für schöne Fotos. Die schlachten wir seit 5 Jahren von hinten bis vorne aus, diese Bilder. Dann haben wir Bilder von uns natürlich und dann kaufen wir auch Bilder zu, lizenzfreie Bilder oder Bilder in Datenbanken. Aber wir machen die Social Media Posts viel selber, wenn es auch um Patientenvorträge geht oder auch manchmal ist es ja nur hier, unsere Azubis haben die Lehrprüfung bestanden, solche Sachen, so stimmungsbildende Sachen. Und dann habe ich persönlich eine Agentur, die heißt Posting Butler, die dann tatsächlich auch die Sachen aktiv erstellt. Das ist echt eine Erleichterung. Das kostet natürlich auch wieder Geld, aber da sage ich, ich möchte die Themen XYZ, das sind dann 20 Themen und dann wird pro Woche zwei Posts, das kann man festlegen, bei mir sind es pro Woche zwei Posts und da staune ich immer, die schauen sich dann die Homepage an, die schauen sich die Merkblätter an auf unserer Homepage und dann schreiben die da Texte rein, die könnten von mir sein, aber die schreiben es natürlich so ein bisschen in der Instagram-Sprache, weil wenn ich jetzt da als Arzt irgendwas rumformuliere, dann klickt natürlich jeder sofort nach einer Sekunde da weg. Und dann schicken die mir das, ich gebe das frei, korrigiere so ein bisschen den Text, sage, das Bild schaut doof aus und dann zack, kommt es raus und dann ist gleich ein Redaktionsplan für 20 Postings drin und dann ist 3 Monate wieder durchgetaktet. Ja.
Noch eine letzte Frage vielleicht von mir. Sie haben ja da jetzt eine Agentur, die Ihnen die Webseite baut. Ich nehme an, eine andere Agentur, die Sie bei den Social-Media-Aktivitäten unterstützt. Wie viel Zeit im Monat verbringen Sie denn jetzt, wo alles mal so aufgesetzt ist, mit der Steuerung dieser ganzen Tätigkeiten in der Agentur? Das ist natürlich auch so ein bisschen wellenweise. Wenn dann die Agentur kommt und sagt, die Postings sind fertig, dann hocke ich da natürlich mal 3 Stunden dran, lese die alle durch, kommentiere das, schicke das wieder zurück. Dann habe ich wieder vielleicht eine Woche, wo nichts ist. Aber ich würde sagen, pro Woche bin ich Minimum 5 Stunden dran. Momentan sogar noch mehr, weil wir SEO-relevanten Inhalt aufbauen. Und Inhalt aufbauen ist das Schlimmste, das kennt jeder. So wie Inhalt aufbauen, Doktorarbeit, Inhalt aufbauen war auch schlimm. Aber mit ChatGPT geht es eigentlich wirklich relativ gut. Aber da momentan sitze ich wahrscheinlich eher 10 Stunden pro Woche dran. Das Und die schaffe ich nicht mehr in den 40 Stunden, die ich gerne nur arbeiten würde. Da ist dann Wochenende und Abende dann. Ja, verstehe, okay. Gut, super. Herr Dr. Doss, vielen Dank für die Einblicke. Wir haben jetzt gerade keine weiteren Fragen mehr. Ich würde sagen, dann machen wir es auch nicht unnötig lang. Nochmal einmal ganz kurz Hinweis, dass wir morgen noch ein Webinar haben zu Was ist neu in Tomedo? Und dann an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für Sie, Herr Dr. Durst. Schön, danke auch. Tolles Webinar wie immer. Und dann hoffentlich dann jetzt schnell Feierabend. Ja? Alles klar. Dankeschön. Okay, alles Gute. Vielen Dank.